Hallo und herzlich willkommen beim Gartenkanal. Mittlerweile Dezember und das mit den Gartenumgängen habe ich nicht so wirklich auf die Reihe bekommen dieses Jahr. Ich gelobe Besserung fürs nächste Jahr. Nichtsdestotrotz nehme ich euch jetzt gleich mal mit, auch wenn es nicht so viel zu zeigen gibt. Da nehmen wir auch gleich mal die Kamera hier auf. Die stand nämlich hier auf dem Ast, der immer weiter wirklich absinkt vom Apfelbaum, der wo abgekracht ist. Er soll stehen bleiben fürs nächste Jahr und mal schauen, ob er auch trägt. Hier, die haben auch wirklich alle noch Power, die Äste. Aber ja, das Absinken macht mir hier wirklich große Sorgen. Ja, jetzt gehen wir mal gleich in den Garten rein, würde ich sagen. Wobei, an dieser Stelle hier war der Kürbis, der am Zaun gewachsen ist. Da werde ich das Bild einblenden. Der ist abgeerntet worden, war so ungefähr 2 Wochen schon. Und es ging unproblematischer, als ich gedacht habe. Also ich muss wirklich den Zaun nicht abschneiden. Ich habe ihn einfach rausgezogen. Er ging auch wirklich leicht raus. Ja, das noch zum Kürbis hier. Ansonsten die Bärensträucher. Die haben mittlerweile alle ihr Laub verloren. Und besonders das Laub der Kiwibeere war sehr schön gefärbt. Es war so orange-gelblich. Ja, dass Stachelbeeren, Johannisbeeren und Co. jetzt kein Laub mehr haben, ist, denke ich, selbsterklärend. Ja, das Stachelbeer-Hochstämmchen hier, ich glaube, ich habe es schon mal angesprochen in einem anderen Video, hat dieses Jahr wieder überhaupt nicht gut getragen. Eine einzige grüne Stachelbeere konnte ich davon ernten. Also es ist eine grüne Sorte, aber wenn die Pflanze nächstes Jahr nicht trägt, dann geht sie an den Kragen. Also darf sie ja nicht mitbekommen. Und ja, ich bin da wirklich sehr, sehr unzufrieden. Wie gesagt, eine Stachelbeere, es lohnt sich nicht. Vielleicht liegt es auch am Standort, ist hier wirklich zu schattig. Ich weiß nicht, aber es hat einfach mal wieder nicht funktioniert mit der Pflanze hier. Und was auch nicht unbedingt wie gewünscht funktioniert hat, ich entschuldige mich für den Lärm im Hintergrund, das ist die Baustelle, da kann ich leider nichts machen. Das ist hier dieses Obstholzschnittbeet oder dieses Kunstwerk, was ich angelegt habe. Wir gehen mal runter in eine andere Perspektive. Also es hat sich befestigt, zwar durch den Graswuchs hier außen, ansonsten wäre es wirklich nämlich ein bisschen locker gewesen, wie man hier sehen kann. Allerdings möchte ich es beibehalten, ich bin weiter am Auffüllen. Hier liegt noch Grünkohl, Radieschen und sonstige Gartenreste kommen hier alle rein. Die dürfen hier über den Winter verwittern. Und hier sehen wir sogar eine kleine Schnecke, die sich hier schon zu schaffen macht. Da sind noch mehr, die dürfen das hier sehr gerne verwerten. Jetzt im Winter steht ja eh nicht mehr viel im Garten. Und da habe ich sie lieber hier in diesem Obstholzschnittbeet wie eben an den Kohlpflanzen im richtigen Gartenbeet. Ja, und unweit hier von dem Kunstwerk und den Bärensträuchern steht auch schon das Frühbeet mit der bereits 3. Kultur dieses Jahr. Anfang des Jahres war da der Spinat drin, dann die Trockenbohnen und jetzt eben Radieschen und Rettich. Mit den Radieschen bin ich echt zufrieden, also im Dezember hatte ich wirklich noch nie Radieschen. Liegt natürlich an den hohen Temperaturen, auch wenn das eine oder andere hier so einen Fraßschaden hat. Ist aber völlig in Ordnung. Und da habe ich im November schon wirklich also einiges abernten können. Beim Rettich leider nicht so viel. Der ist natürlich viel zu eng gesät. Also ich hätte ihn vereinzeln müssen und zu spät gesät. Das sollte eigentlich ein runder Rettich sein. Hier deutet sich schon die runde Form an. Ich werde ihn auch im Beet lassen, vielleicht wird ja was draus. Und ansonsten gibt es hier nicht mehr viel zu sagen. Also hier wurde der Versuch gestartet, wie spät im Jahr kann man noch eben Radieschen und Rettich säen, dass es eben erfolgreich ist oder mal was ernten kann. Die wurden jetzt so Mitte, Ende September gesät, dafür finde ich es noch ganz ordentlich. Aber ja, das mit dem Rettich hat leider jetzt nicht so funktioniert, wie ich es mir vorgestellt habe. Direkt daneben hier am Beet ist noch rote Beete. Ich habe mir schon hier 2 Knöllchen hier rausgemacht oder 3. Also ab und zu ist noch eine relativ große hier dabei. Ansonsten sind die wirklich in der Größe hier, diese Reihe. Aber für so eine kleine, frische rote Beete im Smoothie im Winter bin ich immer ganz dankbar. Daher dürfen die auch stehen bleiben. Und ja, hier ist ja nicht viel Mühe drin. Die wurden nicht vereinzelt, gar nichts. Und dementsprechend beschwere ich mich da auch nicht. Bin ich eher glücklich, dass da überhaupt noch was steht. Ja, der Großteil der roten Beeteernte ist ja auch schon eingefahren. Oder, ja, was heißt der Großteil? Eigentlich alles. Was haben wir sonst noch? Petersilie haben wir hier noch. Die darf auch stehen bleiben. Und hier wirklich der Mizuna, der im Frühjahr ausgesät worden ist, treibt immer noch aus. Und ich weiß nicht, ob ich das schon mal im Video gezeigt habe, aber was da wirklich interessant ist, oder ich vorher nicht wusste, der hat hier solche Verdickungen gebildet oder sogar Rhizome, von denen er jetzt wieder austreibt. Kennt sich jemand mit Mizuna oder Asiasalat aus? Kann man den vielleicht sogar wieder austreiben lassen, eben durch dieses Wurzelstück hier, im Haus vielleicht auch. Also ich werde es auf jeden Fall ausprobieren, ich kenne mich allerdings nicht damit aus. Und falls jemand was weiß zu diesem Wurzelstück oder zu der Verdickung hier, gerne unten in die Kommentare schreiben. Ja, hier im anderen Beet nebendran standen ja die Schwarzwurzeln und es stehen immer noch die Haferwurzeln hier. Zu den Haferwurzeln wird allerdings ein extra Video kommen,
Da möchte ich jetzt nicht zu viel vorwegnehmen. Gehen wir gleich mal hier rüber zum Kohlbeet, wo allerdings auch ein extra Video dazu kommen wird. Also hier, der erste Wirsing wurde auf jeden Fall schon mal abgeerntet. Der war sehr lecker und sehr herzhaft auch im Geschmack. Und ja, viel dazu kann ich jetzt nicht mal erstmal berichten. Die kamen, wie man hier sehen kann, in der Größe des Rosenkohls viel zu spät raus, beziehungsweise habe ich viel zu spät vorgezogen, einen Rosenkohl. Beim Wirsing sieht man eigentlich das Ähnliche hier. Und der Grünkohl, da bin ich ganz mit zufrieden. Grünkohl aus frische Palme, zu mir jetzt als Vergleich, das soll eigentlich sogar bis zu 1,80 groß werden können. 1,50 ist da, denke ich, viel realistischer. Aber auch allein die Größe hier ist, denke ich, schon stattlich genug für Grünkohl. Gegenüber vom Kohlbeet sieht es dann auch relativ trist aus. Hier liegt noch die ein oder andere Möhre rum, von der Notende wahrscheinlich immer noch der Pfälzer Gelbe. Die haben ja hier mit der Trockenheit zu kämpfen gehabt. Und die eine oder andere, die vergessen wurde, treibt ja sogar nochmal aus. Ich glaube, die lasse ich einfach mal stehen und schaue, was passiert. Hier nebendran gibt es auch nicht mehr viel zu zeigen, bis auf die Mangoldpflanzen hier, die jetzt komischerweise meinen, sie müssten wieder austreiben. Hier war eigentlich eine ganze Reihe geplant, es kamen aber nur ein, zwei Pflänzchen raus. Genau wie hier oben, da war auch eine ganze Reihe eingesät. Und ja, das ist vom Mangold übrig. Es gab auch irgendwie nicht wirklich mehr zu sehen das Jahr über. Also das sind alles jetzt hier relativ neue Blätter, die jetzt hier am Austreiben sind. Ja, schade, hat nicht funktioniert. Aber da hat man eigentlich genug Spinat dieses Jahr. Ja, weiter geht's hier hinten mit dem Hochbeet. Hier ist natürlich schon alles leer geräumt. Hier liegt der Kompost schon, der eingearbeitet wird. Und hier liegen noch die Maispflanzen rum. Und die kommen ins zweite Hochbeet. Oder eben ins Hügelbeet, was ich bauen möchte. Da bin ich mir noch nicht sicher, wo die sich eben geschickter anstellen als Füllung oder wo sie eben mehr Nutzen haben. Und jetzt am Ende vom Jahr, was man jetzt sehr schön sieht, was ich euch zeige, ist, wie das Hochbeet abgesunken ist. Also wirklich krass, hätte ich nicht erwartet, dass es im ersten Jahr so stark absinkt. Das war also wirklich schon so viel hier. Aber umso schöner ist, dass die Füllung hier gut durchmischt ist, homogen ist. Und es ist nicht durch mein Buddeln bei der Süßkartoffelernte, so hoffe ich doch. Denn der eine oder andere Regenwurm konnte hier natürlich gefunden werden. Und man sieht auch schon hier, die Eierschalen sind ganz oben, schon in der Blumenerde. Und es sollte ein super nährstoffreiches Substrat nächstes Jahr sein. Und hier lässt sich sogar der eine oder andere Keimling vom Salat Red Velvet noch sehen. Hier auch. Mal schauen, ob hier noch eine Kultur reinkommt. Hat da jemand eine Idee, was jetzt hier im Dezember noch funktionieren könnte? Wenn ja, gern unten in die Kommentare. Ja, so, jetzt unten in die Kommentare. Neben oder hinter dem Hochbeet, immer in Frage der Perspektive, ich mache mal einen kleinen Schwenk, stehen noch mehr Kohlgewächse. Wir haben hier ein sehr schönes Grünkohlexemplar. Hier wurde auch schon das eine oder andere Blatt hier abgeerntet. Aber da oben haben wir eine wirklich toll ausgebildete Rosette, eigentlich ein Musterexemplar. Es kommen auch immer noch neue Blätter nach. Und es entschädigt natürlich dafür, dass die zwei Exemplare hier nicht so wirklich wurden, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber allgemein gibt es ja da hinten eigentlich genug Grünkohl zu ernten. Ja, warum ich das Ganze euch hier nochmal zeige, ist der Rosenkohl. Hier gibt es auch Rosenkohl zu ernten eben. Jetzt schon größere Rosetten, auch wenn die ein bisschen Schneckenfraßschaden haben. Allerdings habe ich festgestellt, dass die Schnecken hier eher sogar auf das Mulchlaub stehen, das ich hier ausgelegt habe. Da findet man sie auch drunter, da liegen sie rum, hier und da. Die bevorzugen wirklich hier, zumindest beim Kohl, das abgestorbene Pflanzmaterial. Ja, ein einzelner Wirsing ist auch noch da. Der ist eben auch relativ klein. Aber ich beschwere mich da keinesfalls, das war einfach zu spät und ich bin froh, wenn es überhaupt was zu ernten gibt. Ja, und zum Thema Anbinden, ich habe hier zwar diese Metallstäbe reingemacht, aber dennoch liegt der Rosenkohl hier eigentlich eher rum. Darf er auch gerne machen, das ist, glaube ich, hier die Mühe eigentlich nicht wert, den da noch anzubinden. Ja, angedacht war es, aber umgesetzt wurde es jetzt eben nicht. Im Nachhinein war es auch, glaube ich, gar nicht so schlecht, den eben nicht anzubinden. Die letzten Tage hat es halt deutschlandweit ziemlich arg gestürmt und dann sind eben hier die Blätter, ich zeige es mal in so einem zerfressenen, doch relativ leicht abzukappen. Und wenn der angebunden wäre, wären sie, glaube ich, vielleicht sogar abgekracht. Aber nichtsdestotrotz steht er noch. Und jetzt nehme ich euch wieder mit vor. Beim Aufstellen der Kamera hier ist mir jetzt gerade noch eingefallen, eins habe ich vergessen, die Himbeeren sind natürlich jetzt schon ja komplett ausgedünnt worden und vereinzelt worden. Eben die alten Triebe weg, die neuen stehen lassen fürs nächste Jahr, was sie tragen werden. Und genauso, da gehen wir nochmal kurz zurück. Hier im Garten, vielleicht ist dem einen oder anderen schon bei den Bärenbüschen hier aufgefallen. Die sind jetzt wirklich komplett vereinzelt. Teilweise auch angebunden worden hier.
Und das ist auf jeden Fall schon mal fertig für den Winter. Hier wurde auch schon mal Rindenmulch aufgeschüttet. Da muss man wirklich einiges aufschütten, sonst nimmt das Unkraut hier komplett überhand bei den Himbeeren. Auch wenn es jetzt nicht so viel zu zeigen gab hier beim Gartenrundgang Anfang Dezember, hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über den Daumen nach oben sehr freuen. Ich werde jetzt noch Gartengeräte putzen. Ja, Gartengeräte putzen, wann macht man es sonst aus am Winter? Und hier ein klein wenig Laub aufsammeln, es ist ja gerade vorhanden und man sollte es auf jeden Fall nutzen, wenn es vorhanden ist. Ich brauche es sowieso als Hügelbeet und Hochbeetfüllung, daher gehe ich jetzt gleich an die Arbeit, wünsche euch viel Erfolg bei euren Projekten und bis zum nächsten Mal.